Hallo wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit Gaumenfreuden und Tamara und Toni. Und hier ist unsere Tamara, die jetzt direkt vor dem Restaurant steht und wir öffnen das Restaurant. Punkt 0. Wir haben ja 14,90 momentan hier, das ist ganz, ganz cool. Da bin ich super zufrieden. Wir haben auch einige Vorteilspunkte mal wieder übrig. Ich guck mal, ich weiß nicht, will ich einen Gästeansturm wirklich haben? Ich bin mir nicht sicher. Zusätzliche Kellner? Ich habe doch schon einen. Schnelle Esser. Oh, Gäste verzehren ihr Essen schneller. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder soll ich noch ein bisschen weiter hochgehen? Setzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich während der Abwesenheit deines Sims schlimme Dinge ereignen herab. Okay. Zutatenrabatt, großzügiges Trinkgeld, gut situierte Gourmets. Okay. Niedrigere Ausbildungskosten wäre auch nicht schlecht. Ich nehme aber wirklich heute mal die schnelle Esse und habe dann ja noch 530 übrig, dann fürs nächste Mal. So, dann starte ich mal. Gucken wir mal kurz, ob irgendwo noch was rumliegt, was wir aufräumen müssen. Nö. Dort hinten haben wir ja auch noch jetzt zwei Tische. Und hier kommt schon die erste. Das ist die Brigitte, oder? Ja, die ist super schnell. Da kann ich sie direkt schon mal loben, weil ich sehr zufrieden bin mit ihrer Arbeit. Jo. Da gehe ich mal wieder eine Runde loben, oder? Motivationsrede. Nee, loben. Also ich lobe sie noch und... Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Nun gut. So. Jetzt sind alle da. Dann lobe ich die Saskia gerade auch nochmal. Und den Bruno, auch wenn ich nie weiß, mit wem er da vorne überhaupt eigentlich telefoniert. Aber er hat sich ja auch im Grunde gemausert, muss ich schon auch sagen. So, ja, lasse ich mir durch den Kopf gehen und so weiter. Dann kommt hier der erste Gast und ich begrüße den nochmal Maurice. Nee, Stefan Kreuz. Wie kam ich denn auf Maurice? Keine Ahnung. Irgendwie. Das ist Yannick. Das hier ist Alex. Alexa, die irgendwie auch immer mehr auseinandergeht. Die Anerkennung tut gut. Mach mir ruhig mehr Komplimente. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Okay. Oh, da kommt unser Dominik, der ja ein Alien ist, wie wir schon wissen. Ich begrüße den auf jeden Fall. Und eigentlich wollte ich ja mal... Wunderbar, ich versuche ein Musterangestellter zu sein und es sieht ganz so aus, als würden meine Bemühungen Früchte tragen. Ja, das ist doch toll. Was wollte ich sagen? Ich wollte mal mit ihm ja so ein TTATT irgendwie machen oder haben. Und bevor ich wusste, dass er ein Alien ist, ich finde ihn einfach interessant. Also, ja, noch heute nicht. Wir sind auf der Arbeit. Wir müssen hier arbeiten. So, die nächsten begrüße ich mal. Dich habe ich schon begrüßt. Weiß ich, zu wem gehörst du? Dich begrüße ich auch nochmal. Oh, Moment. Da hinten, die wollen eine Empfehlung haben. Dann nehmen wir doch Amos Nektar. Ist doch extra für dich. Und was nehmen wir denn? Weltraum-Taco mit Eikern. Das ist doch genau das, was ein Alien haben möchte. Oder? Vielleicht. Was ist jetzt? Oh, hat er schon wieder geklaut? Ups, was habe ich jetzt gemacht? Achso, Moment, hat er geklaut? Weil er so erschrocken geguckt hat. Warum haben die immer noch Fragezeichen? Ich habe jetzt auch ein Fragezeichen bei mir, ich weiß auch nicht. Und Saskia, warum stehst du am Tisch? Das ist gruselig. Achso, sie empfiehlt jetzt erst, okay. Nun gut, dann die zwei, die ja auch wirklich irgendwie zusammenpassen. So rein optisch. Ich weiß aber gar nicht, Hilgers und Brandenburg eigentlich. Ja, gehören nicht zusammen. Landgrab, das ist nie Landgrab, mein Spieler. Okay. So, das sind die Landgrabs. Okay.
Dann die zwei, Kreuz und Müller, die habe ich schon begrüßt. Ach so, ich muss auch mal nach hinten schauen. Vielleicht doch mal. Guck mal, er bringt die beiden hier, die Landkrabs bringt er nach hinten. Die bekommen hier was ganz Tolles. Wenn ich heute noch ein bisschen Plus gemacht habe, dann können wir auch mal ein bisschen vielleicht so nach und nach hier hinten das erweitern. Oh, der möchte auch gern... oder auch nicht. Du hast doch ein Fragezeichen. Ich würde dir gerne da wirklich etwas empfehlen, mein Lieber. Na also. Ich empfehle dir heiß und traurig. Das würde bestimmt sehr gut schmecken. Und, doch, ich nehme auch die Weltraumtaco mit Eikern. Das ist ein ganz tolles Essen. Du bist reich genug und kannst dir das auch gönnen und leisten. Ganz einfach. So, ich begrüße dich hier vorne auch noch. Rupert und Fires. Warum stehst du an? Guck mal. Der hat ein... So ein... Was war das? Okay. Darf ich die Empfehlung des Kochs vorschlagen? Der Koch hat eine wahre Köstlichkeit kreiert, eine Geschmackssymphonie. Ja, ausgezeichnet, der Koch wird sich freuen. ja, er hat so einen grünen Heiligenschein so um sich herum. Daran sieht man schon. Was? Mareike Hermanns, die Köchin des Restaurants, braucht mehr Übung, um alle Speisen und Getränke der Karte gut zuzubereiten. Achso, Mareike. Okay, warte mal. Für Schulung bezahlen. Ich nehme mal die Standardschulung, die leider zwar 300 kostet, aber ich muss dann wohl mal tiefer in die Tasche greifen. Damit sie auch meine teuren Dinger hier auch kochen kann, ne? So. Wer bist du? Markus Flex? Dann begrüße ich dich auch schon mal vorne. So, sie freut sich auf jeden Fall. Und die Karina, glaube ich, heißt sie. Katrina, was? Warum? Wo läufst du denn hin? Ich begrüße sie auf jeden Fall auch schon mal. Und Gericht empfehlen. Und für sie nehme ich auch mal Amos Nektar und... Okay, komm, ich nehme mal das Sixam-Brust mit Kometenstaub. Ich bin ja nicht so... Dass ich allen immer das Teuerste empfehle. Nur das. Nur beinahe. So. Die beiden sind schon mal am Essen. Ja, cool. Oh, wie sieht das aus? Wartet, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Oh, guck mal. Das leuchtet ja direkt. Aber das ist genau das richtige Essen für ihn. So, die beiden bekommen auch was zu essen. Und yay! Aha, also ein Salat und Hamburger und Sea Splash immerhin und Stummfilm. Okay, die beiden, die bestellen wahrscheinlich erst. Und da habe ich euch schon begrüßt. Ja, ich glaube schon. Jo. Ich glaube, hier mache ich mal Bestellung priorisieren. So. Oh, die beiden sind schon gegangen da hinten. Sehr schön. Können die Mädel mal ein bisschen aufräumen. Oh, und er möchte noch eine Empfehlung des Hauses. Ich nehme für dich heiß und rauchig. Und vielleicht ein Steak. Komm, ich bin ja auch bei dir nicht so. Oder nimmst du die Kuhpflanzen, Beißer, Kuchen, wie auch immer. Nee, ein Steak, der braucht das schon. Der braucht schon ein bisschen was zu essen. Dein Essen wird da sein, bevor du Gastronomie sagen kannst. Gastronomie. Nö. Die hat noch nicht mal angefangen, glaube ich. Wer ist das? Oh, begrüßen. Was machst denn du da hinten, Björn Björksen? Da hinten sind nur zwei Tische. Hier vorne habe ich noch zwei frei und hier ist noch, Teile blühen dann wegwerfen. Das darf unsere Tamara mal hier direkt machen. Also ich dachte, hier ist was dreckig, aber das ist das Licht. So. Oh, Björn Bjergsen, der möchte auch gerne irgendwas empfohlen bekommen. Jetzt geht er ausgerechnet an den Tisch, der noch nicht abgeräumt ist, Mensch. Gericht empfehlen, mache ich wieder das Teuerste, was auch immer. Ich brauche ein bisschen Kohle, Leute, es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber kann der mal jemand... Genau, Annika, räum mal bitte den Tisch ab. Das ist super, super lieb. Komm schon. Da hast du noch was vergessen. Komm, Tamara, mach du das mal. So, das Gericht wurde mit den frischesten, besten Zutaten zubereitet. Mit dieser Wahl kann man gar nichts falsch machen. Okay, wenn du das sagst.
Dann hoffe ich, dass ich das mal glauben kann. Und die zwei haben immer noch nichts zu essen. Das kann nicht sein. Kommt schon, gibt den Landgrabs was zu essen. Ich habe doch die Bestellung priorisiert. Oh, ich vermute aber, Mareike kann es nicht kochen. Liegt das daran? Verdammt. Jetzt habe ich jemand anderen das Essen nochmal gegeben. Das ist natürlich doof, ne? Sie muss erst zur Schulung. Das kann sie erst am nächsten Tag kochen. So, Toni jetzt nach Hause gekommen. Hanna Jakob ist hier. Grüßen. Toni, du kannst mal Klavier kannst du doch mal noch ein bisschen ausbauen. Die zwei haben immer noch nichts essen. Ich krieg die Krise. Während die beiden schon... Oh, guckt mal. Das Teil habt ihr hingekriegt. Sixam-Brust mit Kometenstaub. Das sieht doch lustig aus, oder? Sehr schön. Und er? Er ist auch zufrieden, glaube ich, mit seinem Steak und dem heißen draußen. Oh, hoffe ich doch mal. Doch, ich denke schon. So, ich glaube, wir schließen mal. Oder beziehungsweise, halt, Moment. Keine neuen Gäste zulassen. Ich glaube, wir haben jetzt nämlich schon lange genug offen. Christian Förster, okay, begrüße ich nochmal. Und die Monika Fyris auch. Oh Gott, ich habe schon wieder viel zu lange aufgelassen, oder? Wie lange haben wir denn schon wieder auf? 6 Stunden, okay. Verdammt. Aber ich habe Lust. Ich habe Lust. Yay. Oh Gott. Das ist nicht zu glauben. Tamara müsste bald mal unter die Dusche. Okay, ich begrüße nochmal die Leutchen hier. Und shit, die zwei haben immer noch nichts zu essen. Das finde ich jetzt natürlich nicht lustig. Tisch überprüfen. Kannst du mal gucken, Tamara? So, wir gehen mal nach hinten. Wir überprüfen mal den Tisch und ich weiß noch nicht so genau. Die Annika kommt mir hinterher, warum auch immer. Warum ist jetzt das Ding hier dazwischen? Ich möchte schon einmal einen guten Hunger wünschen. Für Empfehlungen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Okay. Er sagt auch, da ist jetzt irgendwas dazwischen. Ach man, oh. Okay, jetzt ist es weg. So, was sagt er? Die Restaurantleitung war so aufmerksam, dass ich mich wie ein Ehrengast fühle. Er ist aber auch ein bisschen wütend, ne? Warum auch immer. Ich glaube, ich bleibe mal ganz kurz bei ihm. Was kann ich denn machen? Ich gebe ihm mal ein paar Kochtipps. Kommt ganz gut, oder? Nach Karrierefragen kennenlernen. Nee, Moment, freundlich. Was kann ich denn machen? Tag verschönern. So. Oh, wer ist denn das? Manuel Loren. Kennen wir dich? Ich habe dich schon begrüßt. Eigentlich den anderen. Förster. So, er ist familienbewusst. Oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Was ist mit den beiden hier, die da stehen? Wir haben doch Tische frei, Leute. Bruno! Bring die doch mal an ihren Tisch oder so. Sonst können die nichts bestellen und dann machen wir irgendwann wieder Minus. So. Blöd. Okay. Ah. Ich glaube, die kommt jetzt gerade erst zu ihm vor. Die hat sich die ganze Zeit, haben sie die zwei sich da hinten unterhalten. Gott, Tamara, mach doch irgendwas. Oh, die möchte nicht mehr mit mir sich unterhalten. Die will, die Wartezeit ist zu lang, ja. Kann ich denn da nie was machen? Ist denn da gar keine Möglichkeit da, wenn ich jetzt sage... Das ist doch echt zum in die Hühner kriegen. So, befördern zu Köchin Level 5. So. Das mache ich mal. Und warte mal, Zubereitungsart erörtern. Normal. Ich habe halt normal. Ich finde auch normal ist auch... Ist halt normal, ja. So. Oh, da hinten fehlt mir definitiv... Jo, Licht. Wartet mal. Licht sollten wir jetzt doch mal noch irgendwie was haben, oder? So, Moment. Beleuchtung, die von oben kommt. Und was echt Hübsches. Gucken wir, was wir finden. 355, die ist okay. 266, was für Farben haben wir hier? Blau so ein bisschen, ne? So, und ich mache diese ja so dazwischen. Das eine reicht mir. Upsala. Genau, dann haben sie nämlich beide Licht und das sollte erstmal doch ganz gut ausreichen. Hey,
das würde ja auch Zeit. Ich meine, vielen Dank, ja, für die Beförderung natürlich. So. Okay. Also die zwei haben jetzt endlich auch ihren Tisch gefunden. Das ist sehr nett. Hier, die Firewest, die isst gerade. Die zwei haben doch schon gegessen, ne? Ich stelle mich immer auch freundlich vor. Und warum hast du nur eine 3? Ich mach mal Tisch überprüfen. Die zwei essen natürlich immer noch nichts. Es ist zwar mir klar, die zwei kriegen nichts. Die Landgrabs, ausgerechnet die Landgrabs, Leute. Nur weil ich dem tolles Essen geben wollte. Und die Mareike noch nicht so weit ist. Die Brigitte Bach hätte das doch auch machen oder übernehmen können. So. Ja, guten Hunger und so. Was? Ihr habt schon gegessen, oder? Die zwei hatten doch schon gegessen. Jetzt guckt die so ganz komisch hier. Mila Munch. Nein. Was habe ich denn eigentlich? Guck mal, ich habe fast 5 Sterne. Cool. So, jetzt macht mal bitte hin. Oh Mann. Okay, sie geht. Sehr schön. Ich will halt auch die Kohle mitnehmen. Das ist sonst alles doof, wenn ich jetzt wieder zu früh Schluss mache, ne? Aber wir haben schon 9 Stunden offen. Warte mal, ich muss mal gucken. 779 Simoleons hier. Kommt, geht doch mal bitte. Hör mal auf, Tamara. Vielleicht, wenn du aufhörst, mit denen zu quatschen. Ich meine, die Landgrabs dahin, die habe ich verloren. Definitiv. Die müssen noch, oder die kriegen noch was zu essen. Und die sind gerade noch beim Essen. Und zahlen jetzt. Genau, super. Die gehen jetzt. Das ist sehr schön. Was ist denn mit euch? Warum geht ihr nicht? Hofft ihr noch auf ein Gratis, was auch immer. 411? Was war das? 1138. So, weil die gegangen sind und bezahlt haben. So, jetzt warten wir hier noch auf die beiden. Komm, ich spule noch ein bisschen vor. Tamara hat sich wieder auf die Bank gelegt zum zum Schlafen gehen. So, ich glaube, der geht jetzt gleich. Ich wünschte, die beiden würden hier noch. Komm, ich mache bis um 1. Chaka, und die gehen auch. Super. Die gehen natürlich jetzt wütend, die Landgrabs. Das war mir klar. Und ich schließe das Lokal. 1019 habe ich zumindest plus gemacht. Das ist ein Geschäftsbudget von fast 2000 hier. Das ist, da bin ich doch eigentlich erstmal zufrieden mit. Finde ich. Also das ist doch besser als nichts, ne? So, ich muss mal ganz kurz gucken. Wachstumspotenzial. Die Wartezeit, ja, okay. Persönlicher Touch, okay. Und Service ist ausgezeichnet. Okay, ich wollte nämlich so eine Kleinigkeit dort hinten noch verändern. Und zwar, was will ich denn noch machen? Machen wir erstmal hier so noch ein paar süße Vorhänge. Süß in Form von welche, weiß ich noch nicht. Aber das ist nach außen. Die sind blöd, oder? Wenn ich das. Also ich, die finde ich. Es ist. Es gefällt mir nicht. Die sind sehr hoch. Nee. Sowas in der Art. Oder sowas. Oh ja, die hier. Was für eine Farbe mache ich denn? Sowas. Ich habe ja eigentlich so Türkis und. Ach, warum? Das ist. Das zeigt mir wieder eine ganz andere Farbe an. Das ist wieder doof hier. Ganz doof. Ach, Manu. Das finde ich jetzt nicht so schön. So, grün. Grün zeigt es mir auch nicht wirklich an. Aber ist jetzt egal. Ich nehme mal die hier. So, erstmal die 3. Und das ist jetzt aber auch schon wieder genug, weil. Da haben wir jetzt schon wieder Geld ausgegeben und das brauchen wir wieder zum nächsten Mal. So, dann gehen wir doch mal mit Tamara wieder nach Hause und gucken noch mal kurz nach Toni. Und, jo, schauen wir mal ganz kurz nach der Toni. Und ich glaube, Tamara muss sich hinlegen, beziehungsweise kriegt jetzt erstmal eine Dusche und legt sich dann direkt hin. Und Toni müssen wir einfach mal schauen, also die will ja unbedingt noch viel, viel mehr Partys im Grunde machen. Und an unser Garten hier draußen. Okay, der geht noch. So, du gehst jetzt erstmal
Schaumbad nehmen, verwenden und ab ins Bett. Und wo ist Toni? Ach, da. Toni, geht's gut? Für die Arbeit muss sie noch ein Instrument spielen. Ich habe doch gesagt, sie soll Klavier spielen. Üb mal ein bisschen. Hast du nicht gemacht, oder was? Das findest du aber nicht schön von dir. Wann mussten wir da arbeiten? Was sag mal, Freitag? Freitag musst du um 14 Uhr. Okay. So, dann spule ich mal direkt vor, während ich hinten dran noch gucke, was Tamara macht. Klimper, klimper. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bin super froh, dass ich das jetzt geschafft habe, dass wir ja, schwarze Zahlen gemacht haben. Das ist super. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sakinadao. Ciao, ciao.